Willkommen Leute, zurück zur nächsten Folge. Ja, ich nehme gleich mehr am Stück auf. Deswegen weiß ich auch noch ganz genau, was ich machen wollte. Hab mir ganz viel Zeug eigentlich schon langsam angesammelt. Aber was uns so ein bisschen fehlt, ist so dieses Rapperzeug unter anderem. Verschiedene Scheiß Holzzeug. Andererseits fehlt uns das Rubberzeug ein bisschen. Warte mal kurz. Sleeping Bag. Da, Sleeping Bag. Können wir es machen? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Brauchen wir. Wird knapp. Muss blau sein. Blaue Wolle. Gut. Firma blaue Wolle. Nein! Warte, ich brauche plus 4, oder? Hip. Eins, zwei. Dann schauen wir, dass wir noch eine Wolle uns hinbekommen. Wir gehen vorher aber noch mal selber schlafen. Schauen wir, dass wir die eine Wolle bekommen und dann ja. Ich habe ja mal ein bisschen Map angeschaut. Also wir können ja mal probieren, dass wir so Richtung Westen laufen. Ich glaube, langsam komme ich auch mit dieser Karte klar. Vor allem in der Hoffnung, dass wir es auch überleben, sage ich dazu, dem Westen zu kommen. Ich habe nämlich jetzt schon wieder mega Angst, dass wir irgendwie gleich wieder verrecken oder ziemlich früh. Und ich muss auf jeden Fall meine Rüstung im Auge behalten, weil die ja nicht mehr ganz so heile ist. Faulste über lang zu jumpen. Ich bin hier eh alleine, also bin juckt's hier. Ich bezweifle zwar, dass ich hier irgendwie einen Rubberbaum jetzt finde direkt, aber naja, mal schauen. Vielleicht haben wir ja hier sogar im Wald einen, das wäre auch nice. Zwar umso mehr, umso besser, aber einer reicht theoretisch. Da so am Fluss entlang nach Westen war mein Ziel. Die Frage ist, ich kann jetzt aber nicht beantworten, warum ich jetzt Zuckerrohr mitgenommen habe.
Und ich voll. Du nett oder du böse? Okay. Nett. Gut so. Hat der einen gelben Punkt? Der hat keinen gelben Punkt. Marke die Kombi jetzt hat nicht oder warum verfällst du jetzt nicht einfach so schön? Wir hätten uns vielleicht eine Axt mitnehmen sollen. Ach du Scheiße, seid ihr schnell. Wolle. Kann ich die Wolle benutzen? Kann ich die Wolle dafür benutzen, wo ich hoffe? Oh, Menno. Geht nicht. Cotton Seeds, okay. Wie schaut es hier aus? Ja, vier Setzlinge. Okay. Das ist fünf. Eine Hexikelblume. Mal kurz schauen, was machen wir damit? Wolle. Hups. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt das da neu tue. Das ist aber schön zu wissen, daraus können wir Wolle craften. Irgendwie leckt das Spiel etwas gerade. Keine Ahnung, was das Spiel jetzt gerade eben für Problem. Oh. Hier ist ein Lavasee, wie es ausschaut. Chicken, chicken. 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 Chick, chick, chicken, chick. Old spot. Ja, weiter in den Westen, da war ja noch ein Dorf. Nur falls wir uns nachts wird, ja, können wir uns jetzt ein Sleeping Bag craften. Zum Glück. Mal schauen, vielleicht finden wir noch die ein oder andere Hexekelblume. Das wäre schon nice. Huh.
Also jetzt auf Anhieb habe ich jetzt keine gesehen. Vielleicht habe ich auch wieder irgendwo welche übersehen in meinen Können. Oh, ich bin an mein Ziel angekommen, wo ich hin wollte. Sehe ich gerade eben. Wow. Ja, sag mal, keine gesehen kurz vorher und dann sieht man auf einmal eine von jetzt auf gleich. Das sind doch Dias, oder Leute? Irgendwie sind Dias zwar nichts Besonderes, aber man nimmt sie trotzdem mit. Weil man sich Minecraft gewöhnt ist. Sub. Hui, gleich die nächste. Oh, okay. Cool Typ von dir, was du handelst. Ich schau mal, ob ich ins Dorf mehr kommen jetzt hat. Ach du Scheiße. Das schaut mal geil aus, so eine Marbelhöhle. So, jetzt voll der kann ich jumpen, Mann, Noob. Ich sogar sowas hin. Immer noch nicht Nacht. Sop. Unten habe ich etwas Lied legen lassen, egal. Auch wenn das relativ dunkel langsam hier wird, ist es immer noch Tag, erstaunlicherweise. Wollen wir Kohle auch mitnehmen? Ich glaube schon, davon haben wir ja nicht die Welt. Okay, jetzt wird es richtig dunkel. So kürze ich das. Sop. Es ist wieder Tag. Ach ja. Irgendwie nehmen wir wieder alles mit, gefühlt. Ich wollte Rubber und Leder haben. Ich habe bis jetzt Erze. Gut, wir haben ein Sleeping Bag, haben wir jetzt halt bekommen. Muss ja auch was wert sein. Was passiert, wenn ich das mache? Okay. Müssen wir mal auf Y. Disable. Türe. Disable. Da muss man es mal so machen und dann so screenshotten. Wahrscheinlich haben wir eh nicht genügend Platz, um alles hier mitzunehmen, was mich wieder abfuckt gleich.
ein Held wie ich meint, wieder alles mitzunehmen und wieder so viel Erze einstecken hat. Weil ich habe auch alle Erze auf dem Erde stiegen, da kann man kaum widerstehen. Gut, das Kupfer könnte ich vielleicht wieder platzieren, wie davon haben wir eigentlich sehr viel. Mit Zink weiß ich bis jetzt auch noch nichts anzufangen. Das nur Kohle haben wir nicht die Welt. Die jetzt kann man nie genug haben. Mein Lied stecke ich nicht auch noch ein. Aber Emerald stecke ich ein. Hihi. Ich wieder ein Slot weg. Silber habe ich glaube ich noch nicht im Inventar. Ich habe Zink. Und Dias. Ist das irgendwie die Folge? Wie viel Platz habe ich von... Ich habe erst 19 Kohle. Geschissen. Redstone habe ich noch nicht. Redstone weiß ich, kann man immer genug, kann man nie genug haben. Kupfer ist das Problem. Ich weiß halt auch, dass wir das Kupfer brauchen werden, damit wir uns hier auf IC2 spezialisieren. Werden wir auch ein bisschen andere Sachen angehen. Brauchen wir auch andere Materialien. Der ist ja schon wieder im Battle Tower. Da kommen wir uns dann vielleicht auch mal. Aber ich bräuchte erstmal Strom. Das habe ich mir schon überlegt, ich probiere so ein MI-System jetzt demnächst. Weil dafür bräuchten wir ja erstmal Strom. Ich hatte irgendwie ein cooles Angebot. Fire Aspect 1, ui. Jetzt wollte ich schon zum Zykloten hin, gehen zum Handeln. 20 Kohle. Hast du neue Angebote? Hoppa, hoppa. Ich jetzt hat. Ich merke schon, die bieten hier irgendwie alle, wo die relativ viel Papier haben in diesem Dorf. Ich will mal kurz was ausprobieren. Oh. Ah, nein. Alu hatte ich noch gar nicht einstecken. Ich glaube ich erstmal. Ja, ich nehme jetzt auch erstmal wahrscheinlich erst nur die IC2-Erze mit. Das, was wir für IC2 brauchen. Und hier ist, wird hier ist cool sein. Hier ist, kann man immer mal gebrauchen. Mehr IC2, okay. Ich glaube, das hätte ich auch bei uns hinten machen können. Ganz IC2-Zeug farmen.
Irgendwie sind sie so riesig. Oh, Prime Beef. Könnt ihr auch Leder droppen? Ha, perfekt, die Tropfenleder, wie erwartet. Leder jetzt. Was? Ja, ja. Leder Tier 2, okay. Hoch, nehme ich mit. Oh, es sind sogar die Charge-Hits. Yes. Zertus Quarz, bisschen Kohle, bis gleich wieder anders wird. Dias, ui, noch ein bisschen Charged. 6 Stück haben wir jetzt. Halt. 7. Siehst du, was nicht, was das einer ist, vor allem. Ja, gut. Wenn wir es weitermachen, finden wir ja mehr Dias als wir haben. 23 Dias, Leute. Kohle haben wir gar keine mehr, okay. Haben wir wieder alles verkauft, wie immer halt. Ich habe auch noch einen Inventarslot. Von dem, was ich jetzt sag, was ich hab, bin ich so lala. Du kannst Sleeping at Night. Neun Leder. Für ein Emerald. Andersrum wäre es cooler. Oh, schauen wir mal, was der hier hat. Okay. Ey, das täuscht schon mit diesem Himmel da oben. Mit dieses durchgehende Abendrot da. Eisen. Von dem. Hier kann ich Papier gegen was eintauschen. Papier. Könnt ihr nicht einfach mir einen Gefallen tun? Und zum Beispiel mir Leder anbieten. Das wäre so nice. Ja gut. Ich glaube, das kann ich dann abschreiben als Dorf mit Loot. Ah, jetzt kann ich schlafen. Gut so. Gefällt mir. Ach ja. Hm.
Damit ich mit IC2 anfange, ist ja schon sehr verlockend eigentlich. So Lederklamotten dann mitzunehmen. Ja, den Hahn. Cotton Seeds. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Der Hahn macht mich jetzt nicht reicher. Ach, das ist auch noch Brot. Na dann. Ich habe schon gemerkt, die Welt gibt es hier leider nicht. Ich nehme die Aloys mit. Die gefallen mir mehr. Mal schauen, ob es hier am Markt was Cooles gibt, außer Essen. Schaut nur essensreich aus. Hier haben wir ja wieder die Holzkisten, oder? Ja, und hier hat man. Ja. Sphinx und Zuckerrohr. Oh. Aqua Infinity für Helme. Na dann. Ich sag mal hiermit beenden wir die Folge und bis zum nächsten. Bis gleich wieder. Peace, Leute. Ciao, ciao.